Zu jedem Zeitpunkt ist nämlich die erzeugte Leistung in unserem Stromnetz genauso groß wie die verbrauchte oder genutzte Leistung. Das ist sowas wie, ich sag mal, ein Naturgesetz, das wir eigentlich auch nicht brechen können. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt müssen wir genauso viel Leistung erzeugen, wie wir brauchen, damit unser Stromnetz in sich stabil bleibt. Und dementsprechend kann man sagen, das Stromnetz an sich ist kein Speicher. Unser Stromnetz hat eine ganz, ganz feine Reserve, die eigentlich in den Kraftwerken liegt, aber das ist wirklich gering und das Stromnetz ist kein Speicher. Das Stromnetz verbindet nur die Erzeuger und die Verbraucher miteinander. Was passiert denn jetzt aber, wenn tatsächlich zu viel Leistung oder zu wenig Leistung da ist? Wenn es zu viel Leistung gibt, dann kann man zwei Sachen machen. Entweder andere Erzeuger müssen gedrosselt werden oder aber Verbraucher müssen zugeschaltet werden. Also so ein Szenario kann man sich vorstellen, das gibt es auch hin und wieder, dass wir so viel erneuerbare Energien haben, dass wir mehr Energie erzeugen, als wir tatsächlich verbrauchen. Und wenn wir richtig viel erneuerbare Energie im Netz haben, dann müssen konventionelle Kraftwerke ihre Leistung reduzieren, damit wir dieses Gleichgewicht einhalten. Die Alternative wäre, wir schalten zu diesen Zeiten ganz viele neue Verbraucher ans Netz, damit die diesen erneuerbaren Strom verbrauchen. Jo, genau. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann sieht das ungefähr so aus. Auf diesem Bild sehen wir jetzt die Stromerzeugung in Deutschland am 10. März für einen kompletten Tag, und zwar aufgeschlüsselt nach unseren Hauptenergielieferanten. Also man sieht zum Beispiel, das Rote ganz unten ist die Kernenergie, die läuft den ganzen Tag fast konstant weg. Das müssten noch ziemlich genau 8 Gigawatt sein. Das sind nämlich noch 8 Atomkraftwerke, die aktuell noch am Netz sind. So, diese Kernenergie, die läuft sehr konstant durch, weil es einfach nicht so leicht ist, Kernenergie schnell hoch und runter zu regeln. Biomasse ist auch ziemlich gerade, also ziemlich gleichbleibende Energieerzeugung, Wasserkraft. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach oben kommen, dann sehen wir, nach oben nimmt die Volatilität zu. Das sieht man besonders gut bei der Photovoltaik. Die gibt es nämlich nachts im Regelfall gar nicht. Aber mittags hat sie tatsächlich hier ein sogar den größten Anteil an unserem Strommix überhaupt. Und auch das blaue und hellblaue darunter, das ist Wind. Da sieht man auch, dass an diesem Tag nachts eigentlich relativ wenig Wind geweht hat, der tagsüber aber immer stärker geworden ist und dann ab 18 Uhr der massiv mehr geworden ist, sodass man quasi am Ende des Tages fast 50% des Gesamtstrombedarfs mit Windenergie decken konnte. Und da sieht man auch, dass die konventionellen Kraftwerke, vor allen Dingen die Braunkohlekraftwerke und die Gaskraftwerke, dann reduzieren müssen, damit wir halt dieses Gleichgewicht einhalten. Denn diese überliegende Kurve, das heißt dieses Geschwungene, was ganz oben ist, das ist jetzt der gesamte Verbrauch von Deutschland an diesem einen Tag. Und so werden alle Kraftwerke und alle Energieerzeuger so zusammenspielen oder die müssen so zusammenspielen, dass wir immer den aktuellen Verbrauch treffen, um unser Netz stabil zu halten. Ja, jetzt haben wir das einmal im ganz Großen gesehen und jetzt gucken wir uns das mal im ganz Kleinen an. Wenn wir das für ein einzelnes Gebäude betrachten, dann können wir auch denken, okay, da ist jemand, der hat eine Photovoltaikanlage und der braucht natürlich in seinem Haushalt Energie. Und hier auf der linken Seite sehen wir jetzt mal die erzeugte Leistung einer PV-Anlage an einem sonnigen Tag. Also auch diese PV-Anlage kann natürlich unterschiedliche Größen haben. Deswegen steht da bewusst auch keine Zahl an der vertikalen Achse, sondern einfach nur Maximalleistung. Und man sieht nachts keine Leistung. Tagsüber geht die Leistung dann hoch. Morgens war es vielleicht oder vormittags war es vielleicht mal ganz leicht bewölkt, da sieht man so ein paar Einbrüche. Und dann am Nachmittag ist es eine relativ glatte Kurve, die beim Sonnenuntergang wieder auf Null zurückgeht. Und wir können jetzt ausrechnen oder beziehungsweise bestimmen, wie viel Energie diese Photovoltaikanlage erzeugt hat. Und wenn man sich solche Kurven anguckt, dann sieht man, dass wir die Leistung P aufgetragen haben und die Fläche, die unter dieser Kurve eingeschlossen ist, das ist die Energie. Also diese Photovoltaikanlage hat jetzt in unserem Beispiel 25 Kilowattstunden Strom an dem Tag erzeugt.
Und diese Photovoltaikanlage, die ist auf einem Haus mit dem Verbrauch, der auf der rechten Seite dargestellt ist. Nachts ist der Verbrauch relativ klein und morgens ab 8 Uhr geht er doch relativ nach oben. Das ist halt so ein typischer Frühstückspeak, da gehen die Kaffeemaschinen in den Häusern an, da wird erstmal irgendwie das Licht angemacht und da beginnt quasi das Leben. Und an dem Abend ist jetzt noch mal mehr los in diesem Haushalt. Die kochen vielleicht abends und dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass zum Beispiel zu den Mittagszeiten die Photovoltaikanlage durchaus ausreicht, dieses Haus zu versorgen, aber eben nicht zu allen Zeiten. Das heißt, spätestens morgens und abends kann natürlich die Photovoltaikanlage nicht die Leistung liefern, die das Haus braucht. Und das bedeutet, es gibt nicht zu jeder Zeit so viel PV-Leistung, um das Haus ausschließlich mit Sonnenstrom in dem Fall zu versorgen. So, das heißt, auch hier haben wir immer diese Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch im Kopf. Jetzt kommen wir zu einem etwas anderen Thema, und zwar dem Thema des Ausbaus. Wir können erneuerbare Energien weiter ausbauen und auch dadurch mehr Energie erzeugen. Die Frage ist, hilft uns das, diesem Ziel näher zu kommen, und zwar immer auch diese Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch im Auge zu haben? Und da habe ich jetzt mal ein paar Beispielrechnungen mitgebracht. Denn was total gut ist, im Computer ist es total einfach, erneuerbare Energien auszubauen. Denn wenn ich zum Beispiel einfach da eine Zahl mal 2 hinterschreibe, habe ich doppelt so viel Photovoltaik oder doppelt so viel Wind, ohne dass irgendwas passiert ist. Also der Computer ist relativ geduldig da. Also zu diesem Zweck gucken wir uns einmal jetzt dieses Bild an. Und dann nehme ich jetzt mal den Laserpointer, dass man tatsächlich diese Kurven auseinanderhalten kann. Wir haben hier unten in Blau, das ist die Photovoltaikerzeugung in dieser einen Woche im April. Ja, da ist also jeden Tag irgendwie PV, aber auch nicht wahnsinnig viel. In Rot, das ist die Erzeugung der Offshore-Windanlagen in Deutschland. In Gelb ist die Erzeugung der Windenergieanlagen an Land, also der Onshore-Windenergieerzeugung. Und diese lilane Linie, das ist die Summe aus allen dreien. Das heißt, die lilane Linie ist die Leistung, die erzeugt wurde von Solar und Wind zusammen. Und das Grüne ist der Verbrauch, den wir in Deutschland in dieser Woche hatten. Man kann übrigens in dem Verbrauch ganz gut erkennen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also man kann sehr gut sehen, was die Allgemeinheit an Menschen macht und wie viel Strom verbraucht wird. Und alles, was hier zwischen ist, also das Grüne zwischen dem Grünen und dem Lilanen, das muss jetzt durch konventionelle Energien aufgefüllt werden. Und wenn wir jetzt mal einfach nachgucken, wie viel erneuerbare Energien haben wir in dieser Woche quasi im Stromnetz gehabt, dann waren das ungefähr 42% und wir haben keinen Überschuss gehabt. Das heißt, zu jeder Zeit konnten wir diese erneuerbare Energie benutzen. Diese 42% entsprachen ungefähr auch dem, was in diesem Jahr 2017 oder 2018 dann im Mittel ungefähr genutzt wurde. Aber diese Woche ist einfach rausgegriffen, ohne dass da jetzt irgendwie speziell auf was Rücksicht genommen wurde. Und jetzt bauen wir die erneuerbaren Energien aus. Und zwar nehmen wir jetzt die erneuerbaren Energien mal 2. Dieses hier, das Blaue in dem Fall, ist wieder die Summe, die wir eben auch hatten aus Wind und Solar. Und die habe ich jetzt einfach mal im Computer immer verdoppelt. Das heißt, diese gelbe Linie ist nichts anderes als zweimal die blaue Linie. Die rote Linie ist jetzt der Verbrauch. Und was wir jetzt sehen, es gibt jetzt ganz spezielle Stellen, das sind diese hier, da ist die Erzeugung der erneuerbaren Energien größer als das, was wir verbrauchen können. Wenn wir das jetzt auf ganz Deutschland betrachten, haben wir eigentlich gar keine Wahl. Und zwar, wir müssen in diesen Zeiten erneuerbare Energieträger drosseln. Das heißt, wir müssen entweder Photovoltaikanlagen abriegeln oder wir müssen Windenergieanlagen stoppen, weil wir einfach diese Energie aktuell nicht nutzen können. Wenn wir jetzt rechnen,
dann stellen wir fest, okay, wenn wir alles verdoppeln würden in dieser Woche, hätten wir 80% erneuerbare Energien und 5% Überschuss. Jetzt bauen wir weiter aus. Und zwar bauen wir jetzt einfach mal spontan aus auf das Dreifache. Ja, die Linien sind jetzt ein bisschen zusammengestaucht, aber eigentlich noch das Gleiche. Das Blaue ist wieder Photovoltaik und Wind vom Anfang. Das Gelbe ist hier die blaue Kurve mal drei. Das heißt, wir haben jetzt dreimal so viel Windenergieanlagen und dreimal so viel Photovoltaikanlagen. Und das Rote ist hier der Verbrauch. In dem hat sich übrigens auch nichts geändert. Und jetzt stellen wir fest, dass wir an ganz vielen Tagen und an ganz vielen Zeiten zu viel erneuerbare Energie haben, die wir nicht benutzen können. Auch die müssen wir einfach jetzt abregeln oder wir verkaufen sie ins Ausland oder was auch immer. Und wenn wir jetzt rechnen, dann stellen wir fest, da hätten wir schon 95% erneuerbare Energie, aber wir haben auch 32% Überschuss erzeugt. Das heißt, eigentlich haben wir schon ungefähr 130% unseres Gesamtenergiebedarfs gedeckt, aber wir haben eben immer noch nicht zu allen Zeiten genug erneuerbare Energie, um quasi unser komplettes Strombedarf zu decken. Selbstverständlich gibt es, wenn man das Ganze im Sommer machen würde oder in windreichen Zeiten, dann wird man an bestimmten Tagen auch auf 100% kommen, wenn man einfach mal drei nimmt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir die dunkle Jahreszeit nehmen und dann Tage nehmen, wo wir keinen Wind haben, dann würden wir hier auch mit einer Vervier- oder Fünffachung nicht so weit kommen, dass wir 100% erneuerbare Energien haben könnten.